Mit Walen tief in die Meere eintauchen. Diese Möglichkeit bietet derzeit das Gasometer in Oberhausen. In der Ausstellung Planet Ozean können Besucher in Meereswelten abtauchen. Die Idee dazu hatte einen besonderen Grund. Die Ozeane sind die größten Lebensräume tatsächlich unseres Planeten, sind aber kaum erforscht. Wir kennen die Rückseite des Mondes besser als die Tiefen in den Ozeanen. Also die Tiefsee beispielsweise ist nur zu 5% erforscht. Und das war für uns ein Grund, wirklich eine solche Ausstellung auf die Beine zu bringen. Der zweite Grund ist, wir befinden uns in der UN-Dekade der Ozeanforschung für nachhaltige Entwicklung. Und deswegen haben wir gedacht, das ist ein interessantes Thema, das nehmen wir auf. Und das macht Eindruck, denn jeden Tag kommen mehr Menschen hierhin, um die Werke zu bewundern und spannende Dinge zu entdecken. Es sind halt Bilder von Meeresschildkröten und von, halt von Meeresbewohnern. Das finde ich eigentlich ganz schön. Und hier gibt es auch so manche Filme, oder auch so Plakate, wo das gezeigt wird, wo welche Tiere leben. Also generell, das Thema Meer interessiert mich total. Deswegen, ich habe vieles Interessante entdeckt, was so ein bisschen interessant oder ich sag mal überraschend war, ist, wie problematisch eigentlich das Thema so der Verschmutzung der Umwelt ist. Den Verantwortlichen ist es wichtig, dass solche Probleme den Leuten deutlich gemacht werden. Denn die Ozeane sind durch menschliche Einflüsse besonders gefährdet. Besonders durch Verschmutzung. Das Thema Verschmutzung, Vermüllung der Ozeane wird in der Ausstellung ebenfalls behandelt. Hinter mir sehen Sie ein Bild, das ist aufgenommen worden auf den Philippinen. In der Altstadt von Manila gibt es einen Fluss, der durch die Altstadt fließt. Und da es dort keine funktionierende Müllentsorgung gibt, schmeißen die Familien tatsächlich alle ihren Müll einfach in den Fluss. Und der transportiert den Müll dann runter zur Küste, zum Meer. Harte Themen, die im Gasometer behandelt werden, aber auch wichtige. Denn solche Bilder hinterlassen einen besonderen Eindruck. Also es ist jetzt so ein Eindruck, dass man denkt, okay, man müsste ein bisschen nachhaltiger wirtschaften, auch so mit Plastik, ne? Weniger Plastik. Ob man es am Ende macht, wäre wünschenswert, aber auf jeden Fall erreicht damit die Ausstellung ihr Ziel, glaube ich. Das ist natürlich, alles was bildet, ist für den Menschen gut. Und das ist die Vielfalt, das ist ja etwas, was wir sonst im Alltagsleben gar nicht sehen können. Und das ist hervorragend, dass das jetzt einmal in dieser Vielfalt angeboten wird. Bis zum Ende des Jahres gibt es noch die Chance im Gasometer. Sollten weiterhin so viele Leute Interesse zeigen, könnte die Ausstellung sogar verlängert werden. Es gibt also noch reichlich Zeit, in die Tiefen der Meere einzutauchen.